Welcome back, Nerd Freaks, Otakus und Geeks. Und wir sind jetzt hier kurz vor Ciadi und versuchen dort unseren Fluch heilen zu lassen, den Fluch der Finsternis. Und auf dem Weg hierhin haben wir in der letzten Episode erstmal sich nähernde Bedrohungen für das Nebeldorf erledigt und können jetzt in aller Ruhe mit den Uporautentrupp dann jetzt nach Ciadi gehen. Und wir hatten einen Ciadi, die heißen auch so, die Leute, im Nebeldorf. Und sie hatten uns eben vorgeschlagen, wir sollten hier hinkommen, wenn wir von Flüchen geheilt werden wollen, wenn wir uns also würdig erweisen. Gucken wir mal, wie das aussieht, wenn wir uns dafür dann entsprechend vorstellen. Ihr betretet die Ruinen einer alten Stadt. Obwohl ihr dies nur von den Ciadi wisst, da lediglich Steine zu finden sind, die mit Moos und Flora bedeckt sind, ihr erkennt jedoch eine Gruppe alter Männer, die bei einem großen Eichentisch zusammengekauert sind. Die Ciadi drehen sich nicht zu euch um. Einer ergreift jedoch das Wort. Kindeskinder sind eingetroffen. Unsere Hilfe sie ersuchen, doch sind sie zu schwach? Ein anderer spricht. Sie kommen, um Hilfe zu ersuchen. Es müssen jedoch Regeln aufgestellt werden. Wir nehmen unsere Nahrung, was unsere Stimmung verändern wird. Ein Weidekorb taucht vor euch auf und ihr wisst, dass diese Vorväter nicht mehr mit euch sprechen werden, solange ihr sie nicht füttert. Nö, haben wir auch. Also wir haben massig Nahrung, geben wir denen. Tut uns überhaupt nicht weh. Ihr wurdet besiegt. Ein dritter Ciadi spricht zu euch. Ihr sucht um Hilfe und Führung sollt ihr erhalten. Da jeder dunkle Fluch seinen eigenen Geschmack hat, liegt die Erlösung in verschiedenen Reichen. Kind. Ihr werdet eine Herausforderung erhalten und wenn ihr diese besteht, sollt ihr bereinigt werden. Kollege, wir haben dir jetzt gerade 50 Nahrung gegeben und du hast dir nicht nur unser Gemüse gekrallt, sondern ihr habt euch auch noch 8 Steaks und 3 Fische geklaut. Und jetzt müssen wir trotzdem noch was machen. Das ist natürlich wieder mal typisch. Wie bei der Kräuterhexe 100 Episoden zuvor. So. Wenn euer Körper durch eine dunkle Macht verbunden wurde und nicht heilen will, seid ihr verflucht und müsst ihr mit den Heilungsgeistern sprechen, um diesen Makel zu beseitigen. Wenn euer Fleisch geschwächt ist, müsst ihr an unseren Tisch treten und beweisen, dass ihr das taktische Wissen besitzt, um den Fluch zu überlisten. Wenn ihr durch böse Kräfte verunstaltet wurdet, müsst ihr euch an eine Wassernymphe heranschleichen und eine Strähne ihres Haares stehlen. Wir können damit dann den Fluch für euch aufheben. Sonst noch was? Und wenn ihr durch die Finsternis selbst verflucht wurdet, werdet ihr ein Biest zur Strecke bringen. Sobald ihr ihn behabt, werden wir die Finsternis von euch auf das Untier übertragen. Keine Sorge, wir werden euch vor seinen Angriffen schützen, solltet ihr versagen. Bedeutet, ihr seid eigentlich mächtig genug, um das Ding selbst zu erledigen. Okay. Das hier ist jetzt einfach nur der Hinweis darauf, dass was zu tun ist, je nach Fluch, mit dem wir belegt sind. Und wir sind durch den Fluch der Finsternis belegt. Das heißt, wir müssen gegen einen Biest. Das ist gar nicht das Biest, war gar kein Fehler, sondern ein Biest. Okay. Ja, ein Fluch der Finsternis belegt unsere Seelen. Wir werden den Biest jagen und den Fluch beseitigen. So, viermal jagen. Offensive aus Sammeln und Defensive aus Gesundheit. Ja, wir haben da keine große Wahl. Wir wollen uns heilen lassen. Gucken wir mal, wie das vonstatten geht. 2 mit 0 hier, 3, 1, 4. Draußen wären noch 5. Ich mische nicht. Wenn es dumm läuft, haben wir hier dann 4 Leute mit 0. Deswegen spielen wir das jetzt so aus. 4 Karten sind es hier oben. Können wir eine rauslegen? Hoffen wir es mal. Nein, nicht erwürfelt. Fängt schon mal gut an. Initiative hat das Biest. 9, 7, na gut, das halten wir zumindest mal aufs. Da es eine taktische Herausforderung ist, ist das jetzt halb so wild. 2 können wir jetzt rauslegen, das heißt, wir legen erstmal Vlada raus. Die kann gleich mal direkt den Schaden abfangen, den das Biest hier austeilt. Rüstwert 9, ja, dann packen wir Jutroboy raus mit 4 Schaden. Und ich Trottel habe die taktische Karte ausgespielt, die ja noch Schaden hatte. Die hätte vorstoßen können und die noch hätte Schaden machen können. Ja, das ist natürlich klasse. Fängt schon gut an. Taktische Verteidigung ist auch zu hoch, als dass sie verwirren könnte. Verbündeten beschützen ist jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Ja, läuft gut. Sieht gut aus. Nicht. So, Leos Lava, 7. Was hat sie hier noch drauf? Aussaugen. Aussaugen. Leos Lava. Das ist so ein Life Leech, also der Schaden, den sie austeilen, den kriegt sie wieder als Heilung rein. Okay, wie würde das aussehen? 7, 14, hat sie noch 7, passt. 4, greift er hier an, 7, wäre das schon mal nicht schlecht.
Er greift sie an, sie lebt dann zwar noch, aber in der zweiten Runde fliegt sie. Dann bleibt nur Jutrowol. Deswegen, ich hebe das Verbündeten-Schützen noch auf für Jutrowol. Wobei, gucken wir mal, wie es läuft. Vielleicht greift er noch links an, das wäre besser für uns. Jetzt Bretka noch. Kann es halt anhand, kann jetzt scheitern anhand der niedrigen Angriffswerte, die wir haben. Und die Verteidigungswerte von denen sind ja recht hoch, was also eine Weile dauern wird bei den niedrigen Angriffswerten, die wir haben. Wenn ich summiere, 9, 20, 14, 32, 34, hätten sie jetzt aktuell in Summe von der Verteidigung her, wir 4, 1, 4 3, 7, 8. Das heißt, das wären 3 oder 4 Runden, das heißt, es geht auf jeden Fall auch in der zweite Kampfphase. So, damit noch andere was abfangen, schicke ich raus, was noch geht. Verbündetenschützen wird eh nicht viel bringen. Ich schicke jetzt Mystibo raus. Ich schicke Shesul raus. Damit die einfach die, den Schaden abbekommen, falls der sich dann entscheidet, dann vielleicht doch andere anzugreifen, die keine Angriffswerte haben. Kann gut sein, dass wir diese taktische Herausforderung nicht bestehen. Ich hoffe, wir müssen dann nicht noch, ja, nochmal Nahrung, 50 Nahrung an die alten Säcke abgeben. So, Gegenangriff zieht nicht, Verwirren zieht nicht, Runde beenden. Wenn wir in die zweite Kampfphase kommen, wäre es cool, wenn wir halt noch Leute hätten, die dann wirklich auch noch Angriffe starten können. Dann können wir vielleicht mit Glück über eine bessere Ausstellung in der Initiative das Ganze noch rocken, aber es sieht knapp aus. Also wir haben Glück, dass die jetzt die taktischen Karten vorgestoßen haben. Also insofern Glück, dass diese taktischen Karten halt eben dadurch verwirrt waren in der ersten Runde. Aber Down ist zum Beispiel noch keine der Karten von denen. Wir machen halt einfach wenig, wenig Schaden. Also Jagd ist jetzt wahrscheinlich eines der schlechtesten taktischen Herausforderungsarten, die wir haben bekommen können. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Also die Leute, die angreifen können, die sind alle noch am Start. Sind jetzt alle auf der taktischen Hand. Ich hoffe, ich kriege sie reingemischt. Oh. 4, 5, die muss ich vorstoßen lassen. 1, 3. Gucken wir mal. Wir haben zumindest mal die Initiative. Heißt, Leoslava raus. Wir können ihren Angriff sogar noch steigern. Um 4. Das wäre direkt um 4. Das rechnen wir gleich hoch. 7 würde nicht reichen auf 12 mit der Unterstützung. Deswegen, ja, gucken wir mal. Das wird nicht easy. Wobei, 4, 7, 14. Wenn sie kommt zweimal dran, sie würde die Karte legen. Und bis Namor drankommt, ist die Frage. Rechnen wir später. 11, 6, Bretka. Das ist halt bitter. Die haben jetzt nur, der nur ein Verteidigungswert. Hat jetzt aber einen Angriffswert von 10. Unschön. So, die können nicht angreifen. Zebobit packe ich als Bollwerk dazwischen. Aber ich lasse jetzt natürlich auch Leute vorstoßen. Ist nur die Frage, Verbündeten unterstützen oder nicht? Ja, Zebobit macht keinen Sinn. Hätte ich jetzt bei Bretka vielleicht machen sollen. Zu spät. Wobei die, selbst wenn sie angreifen würden, würde sie immer noch stehen. Okay, dann Mystibor vorstoßen, Namor vorstoßen. Ja, Jutrowol auch vorstoßen. Verwirren können wir keinen. Shesul packen wir sicherheitshalber hier noch ans Ende. Falls Leoslava fällt und die nach links angreifen. Okay, gucken wir mal. Sollte eigentlich allein durch die Quantität passen, wenn es dumm läuft. Fliegen halt unsere angriffsfähigen Karten, dann verlieren wir das Ding. Ja, darf er ruhig angreifen. Okay, zweite Kampfphase, stehen immer noch. Ja, das sieht gut aus.
So, letzte Kampfphase, 4, 5, 1 reicht. Okay, 5 Angriff. Damit kommen wir klar. Kann man Namo rauspacken. Ja, sieht zum Glück gut aus. Passt. Wunderbar. Da haben wir uns jetzt die Segnung harter Kämpfe bzw. das Aufheben des Fluches. Ihr habt euch als würdige Nachkommen erwiesen. Wir nehmen die Flüche von euren Seelen. Kehrt zurück, wenn ihr erneut Hilfe braucht. Ja, ich hoffe, wir müssen da nicht erneut kämpfen. Auch wenn das jetzt gut ausging. Okay, und jetzt ist guter Rat teuer. Denn wir wissen nicht, wo der abnorme Bruder des kosmischen Baumes ist. Könnte vielleicht hier sein. Das sieht ja so ein bisschen baumig aus. Sieht aber auch aus wie ein Lager oder ein Dorf. Und ich ziehe jetzt auch einfach mal nach Süden. Uns bleibt nichts anderes übrig, als zu erkunden. Bevor wir das machen, kehre ich aber nochmal zum Dorf zurück. Und hole Nahrung ab. Den uns die alten Männer abgezogen haben. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt mal irgendwann mal nochmal Nachwuchs. Am besten Leute, die direkt zum Dorf kommen. Gleich Erwachsene, die wir dann erst für die Expedition verwenden können. Damit die aber noch wächst und vielseitiger wird. So, haben wir wieder massiv viel Nahrung. Packen wir jetzt auch wieder 180 rüber. Da sind wir für 20 Runden fit. Und dann gehen wir jetzt erstmal hier lang. Erforschen, erkunden den Bereich hier. Und wenn da nichts ist, dann gehen wir natürlich in die andere Richtung. Und wer weiß, wem oder was wir unterwegs begegnen. Vielleicht hat irgendjemand Informationen für uns oder kommt dann zu uns. So, wir gehen in den taktischen Kampf. Da ich noch einen längeren Weg vor mir habe, versuche ich jetzt die direkten Kämpfe auch zu vermeiden. Und die kann ich ruhig nochmal mischen. Ja, das sieht gut aus. Aber jede Verwundung hält uns auf. Müssen wir jedes Mal lagern. Wäre nicht so toll. Okay, 8, 9. Leoslava. Eine Karte können wir noch ausspielen. Taktische Defensivwerte sind bei denen echt ziemlich hoch. Und hat es leider nicht rausgewürfelt. Klasse. Danke. So, 9, 9, 18. Jetzt hätte sie trotzdem noch kein Problem. Gut. 7, 4, 4, 4, 7, 8. Dann erhöhen wir doch mal ihren Angriffswert. Hat die taktische Karte jetzt hier zwar auch gemacht, bringt dem Gegner jetzt aber nichts. Zebo wird sich mal sicherheitshalber ab, falls er doch einen Angriff abkriegt. Was aber unwahrscheinlich ist, verwirren das Ding noch.
packen Jutroboy raus. Und los geht's. Okay. Wieder ein bisschen Beute. Haben wir zuvor ja auch bekommen. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob es schon bessere Ausrüstung irgendwie gab, aber das machen wir einfach später. So, okay, da könnten wir offensichtlich lang. Eine Gestalt eingehüllt in einem zerlumpten dunklen Sattel hatten wir schon. Wir versuchen mit ihm zu sprechen. Genau, braucht die Hilfe. Ihr seht krank aus, hatten wir auch schon. So, und wir geben ihm einige Grundvorräte. Jetzt segnet er uns wieder. So, Segen der Attraktivität. Wir sind schöner geworden, einfach nur, weil wir ihm drei Gemüse gegeben haben. Ein Salatkopf, eine Möhre und Rosenkohl. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal, dass die Ereignisse sich stellenweise auch wiederholen, aber das kam nicht wirklich oft vor. Okay, dann gehen wir wieder direkt in den Kampf. Nochmal eine taktische Herausforderung. Und dann ist es auch das Ende der Episode. Mache ich jetzt auch hier nochmal einfach, weil ich nicht angegriffen werden will und einen physischen Kampf aufgezwungen bekommen möchte. Deswegen greife ich direkt an. Auch wenn ich normalerweise versucht hätte, das zu umgehen, aber die liegen mir genau auf dem Weg zu dem Ort, wo ich jetzt ja hin möchte. 15, 3, 18, 9. Versuchen es auch relativ schnell zu machen jetzt. 18, 7, nee, also doch, es reicht, reicht nicht. 8 reicht auch nicht. Ganz knapp. Ganz knapp entkommt die Karte hier dem direkten Instant Kill. Gegentaktik, ja, spiele ich jetzt nicht nochmal aus. 9, 9 reicht, das heißt, wir verwirren die Karte gleich mal. 4, 2, 8, ja, passt schon. So, damit ist gewährleistet, dass in der zweiten Runde, dass die Karte liegt. So, 14, 9 Angriff. Nehmen wir Name raus und schützen ihn gleich. Dann hält er auch zwei Runden auf jeden Fall durch. Und länger sollte das eigentlich nicht dauern. Nach zwei Kampfphasen geht er eh dann wieder ans Mischen. Aber ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Und wir können ja dann noch Verwirren ausspielen. Mache ich jetzt auch mal testweise Gegentaktik. Vielleicht klappt es ja. Wenn nicht, ist es nicht schlimm, weil wir können jetzt einmal Verwirren ausspielen. Wenn er die vorstoßen lässt, wovon ich ausgehe, dann ist die ohnehin für eine Runde verwirrt. Von daher ist das keine Verschwendung. So, jetzt verwirren wir erstmal alle und packen jetzt den Rest raus. Zebovit hat hier noch den höchsten Rüstwert. Dann Bretka, beziehungsweise, also dann legen wir Bretka raus und Jutroboy. Okay. Sollte in der zweiten Kampfphase durch sein. Betonen ich auch sollte, aber es ist nicht alles durchgerechnet, aber so nach einer Zeit bekommen wir auch ein gutes Gefühl dafür, um zu sehen, okay, das Ding packt man jetzt oder es wird doch knapp. Dann lasse ich da nicht nochmal quasi die Simulation durchlaufen, wo ich dann einfach das theoretisch nochmal durchgehe. 9. Es kann sein, dass es doch nochmal zum Mischen kommt. Ja. Aber halb so wild, der hat ja nur noch eine Karte. So, was hat er? 11, 7 Verbündeten unterstützen mit 8. Dann liegt er direkt.
Ah, ich habe verbündeten Schützen ausgewählt, statt verbündeten Unterstützen, aber macht nichts. Okay. Und hier wieder. Ja, da werden wir in der nächsten Episode direkt drauf gucken und mal einen Ausrüstungscheck machen. Dann werden wir einiges an Beute bekommen, einiges an Ausrüstung. Und ja, das war es jetzt schon wieder in 4. Wie gesagt, die Episoden gehen so schnell rum, das ist unglaublich. Das Spiel hat echt einen Zeitmaschinenfaktor, Fluxkompensator, irgendwas ist ja ist in dem Code verborgen, was dazu führt, dass die Zeit extrem schnell rumgeht. Bräuchte mal beim Zahnarzt. Ich bin draußen. Bis zum nächsten Mal.